So. Ach, wieder eine fette Ratte. Ach so. Was ist denn da los? Ja. Dumm nur, wenn man keinen Bogen dabei hat. Warte mal, da kann ich jetzt gerade meinen Rucksack aufmachen. Die Stings da alle loswerden. Jetzt habe ich wieder ein neues Halsmaterial. Ich gehe gerade nochmal hier hoch. Naja, machen wir hier mal hell. Ah, wieder ein Schaf. Ne, also hier gibt es auf jeden Fall nichts. Also wenn wir nochmal einen sehen, sofort same. Also wir nehmen immer die Sachen jetzt mit, vielleicht auch im Rucksack. Wir haben ja ordentlich Zeug jetzt gesammelt. Die können wir auch nochmal abernten. So, dann gehen wir erstmal in die Wüstenwohnung zum Abschluss. Da oben ist auch was gewachsen. Vielleicht ist da ja ein Panda-Bär gespawnt. Kann ja sein. Ach ja. Da können wir auch noch diese Jimmy Furniture-Lampen nehmen. Ja, hier ist leider nichts gespawnt. Das wär's nämlich. Einfach. Können wir einfach das Zuckerrohr da hinhalten. Der isst das ja auch liebend gerne, das Zuckerrohr. Also Bambus und praktisch. Hier ist ja wieder alles voll. Ich merke schon wieder am Ohr. Oh, falsch wieder aufgesetzt. Oh Gott, ich brauche... Was ich auf jeden Fall... Ach, keine Ahnung, wie ich das jetzt hier regle. Auf jeden Fall erstmal Blöcke. 3 Obsidian. Naja, wenn es so weitergeht, wäre ja gut. Schneeball. Ich frage mich, wie manche Sachen hier hinkommen. Chitin, Rope können wir auch wieder da lassen. Das Bett können wir wieder hier lassen. Ah, ne, hier kommt ja nichts hin. Hier, das kommt. Ach so, Heizmaterial. Jetzt hören wir gerade Tree of Life von Lineage 2. So. Nur mal angemerkt, das ist von Matmos. Vom Matmos Soundtest. Der Soundmodifikation. Jo, das habe ich einfach mal da reingepackt. So. So, eine Axt können wir uns jetzt neu craften. Warum auch immer die kaputt gegangen ist. Irgendwo mitten im Kampf, obwohl ich die gar nicht benutzt habe da. Auch das sollte eigentlich nicht auf eine Axt schalten. Jo, das reichte schon. So, dann können wir das nämlich jetzt wieder zurück tun. Und wir haben ja noch den Rucksack. Also diese Scorpions-Dings, die kommen jetzt hier hin. Das habe ich jetzt gerade festgelegt. Essen, Essen, Essen. Ja, dieses Raw Mutton. Kommt da rein. Da rein. Das hier. Kerne. Ach, habe ich ihn noch? Ja, habe ich. Oh Gott, so viel Kack. Ja, das kommt wieder zu Leder. Leder kommt hier rein. Ja, wieder ein Scorpions-Ding. Jetzt passt diesmal alles rein. Ja, die kommt einfach hier hin, wie blöd. Aber naja. Das kann hier verwertet werden. Kies. Da kommt nichts rein. Blatthaufen. Ah ja, die Stings kommen ja noch mit. So viele Scorpion-Stings. Das ist alles Essen. Das ist Haut, das ist Pilz. Pilz ist auch Essen. So, das kommt jetzt hier alles rein, was wir nicht brauchen. So, 4 Pilze und 44 davon. So, das kommt jetzt alles noch zum Kochen.
Gut, da muss ich mal gleich eine Kohle nachlegen. Ich nehme mal 32 hiervon mit. Ja, das reicht nie und nimmer. So, haben wir jetzt wirklich alles ausgeräumt? Der auch komplett leer, jo. Dum, dum, dum. Was ist, wie heißt das Lied denn nochmal? Das kommt mir so bekannt vor. Können wir erstmal abwarten hier und dann gucken, bis es kommt. Synchronized Swimming. Also Synchronschwimmen ist das hier bei Mario und Sonic in den Olympischen Spielen. Spring Song. Ach, der Frühlingssong, keine Ahnung. Heißt einfach so. Wieder 28 Leder, sehr nett. Das kommt jetzt hier alles. Ah, Fleisch kommt ja da rein. Ah, Raw Mutton. Das kriegt er vielleicht noch hin. So, die Stings. Boah, wie viele sind das denn? 2, 3, 7. Naja, gut, ich weiß langsam, wo unser Zuhause ist. Oh, das wird aber haarscharf hier. Ich glaube, einen schafft er nicht. Hier ist die Suppe. Haben wir sonst noch irgendwas Suppenartiges? Ach, wir haben sowieso noch rohen Fisch. So, guckt Matten rein da. Und diese komischen Squid Tentacles haben wir da noch. Wieder ein Hund. Köstlicher Fisch. Da haben sie recht. Fisch ist wirklich lecker. So eine Räuchermakrele, das ist gut. Oh, hier so ein komischer Busch, aber der ist eigentlich ganz schön. Meine Textur natürlich wunderbar. Und wir wollten jetzt ja einmal abernten. Also ein Panda-Bär ist hier weit und breit nicht. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber so ist es nun mal. Wir haben ja erst auch einen gesehen, der mir aufgefallen ist. Und jetzt die Cliffs of Dover. Instrumental, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine... Instrumental ist bekannter als das Original mit Text. Aber der Herr Dingsbums Johnson ist auch eigentlich nur so ein Gitarrenspieler und nicht so in der Band tätig, glaube ich. Das Lied ist von... Oh, 64, ja, genau, 64 passt. Vom Eric Johnson. Der ist Gitarrenkünstler, glaube ich. Genau wie der John Satriani, oder wie der heißt. Mit dem Crown Chant. Naja, keine Ahnung, wer das kennt. Ist bescheuert, aber so ein Hockeylied ist das. Ja, genau, 64, das passt echt super. Ja, und hier sind das wie viele... F10. Ich mache F10 an, das habe ich so oft gesagt, obwohl das ja eigentlich falsch ist. Ich mache mit F10 Autoswitch an und aus und nicht F10 anmachen. Und hier sind genau 16. Das Vierfache ist hier. Ja, kann man sich eigentlich auch denken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drrrt. Das ist ja extrem. Mit der Axt geht das so schnell. Da oben liegt nichts. Hier auch nichts mehr. Jo, es werden immer 64 und 35. Das sind 6, 7, 8, 9, 99. 99 Kakaobohnen, wenn ich richtig liege. 6, 7, 8, 9, 5 plus 4 sind auch 9. Ja, 99. Jo, und übrig bleiben dann 66. Jo, perfekt eigentlich. Die können auch direkt hier bleiben. Ach so, ja, das Tropenholz nehme ich jetzt einfach mal mit. Den Rest kann er ruhig hier behalten, wenn er unbedingt will. Mann, Panda-Bär, ich möchte dich... Ich möchte dich... Nein, ich möchte dich nur zähmen.
Ja, da packe ich den Dreck jetzt gerade mal weg und gehe dann schlafen und dann beende ich die Aufnahme sofort. Denn wir haben jetzt 3 Stunden aufgenommen. Hier ist aber auch nirgendwo was, oder? Und stellt euch mal vor, wir hätten jetzt erst den Pandaberg gesucht und dann diesen riesen Koloss gebaut. Nicht so schön. Ach ja, hier können wir auch direkt... Ach nee, das ist da oben. In der nächsten Aufnahme fällen wir dann unseren Baum. Ja. So, und unsere Hundehütten wurden noch ein bisschen unprotziger. Und wir haben Neumond. Nur für die, die es interessiert. So. Apple. Was war das denn? Ach, ein Enderman. Na, gesehen hat er mich nicht, aber... Aber cool, mit den Möbeln da unten und der Wolle. Ah, diese Original-Wolltextur, die sieht man von hier schön in der Curling. Auch wieder ein Screenshot wert. Zuckerrohr wieder zurück. Das kommt alles zum Essen. Wunderbar, aber auch symmetrisch gemacht alles mit dem gebauten Zeug. Mit unserer Farm. Ah, das ist 2,5 Stacks. So. Und das war eine lange Mörderaufnahme. Dim. Und das beste Lied für lange Zeit, das es mal auf dieser einen Seite gab. Ich wollte jetzt eigentlich nur Dex at. Ach, Outrun sogar. Das ist ja lustig. Dex at Ibiza war das, glaube ich. Ja, fast. At Rio. Naja, ja, hier gibt es nichts. Da kommt Party-Feeling auf. Ach, scheiße, vergiftet. Aber keine Babys gedroppt. Hier ist, glaube ich, nirgendwo was. Aber schon eine coole Gegend, oder? Also ich finde... Oh, ein Plus. Besser als unsere alte Let's Play-Welt? Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch Farlands jetzt hier. Nee, wir gehen jetzt zurück zum Haus. Aber schon ziemlich cool, wenn man sich das mal so anschaut hier. Was wir alles so gebaut haben. Ach, wir wollten ja noch den Kiesweg machen. Das mache ich jetzt auch noch gerade. Weil ich hatte mir so über die Zeit auch mal nochmal die Folgen angesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass Kieswege fehlen zu den Hundehütten. Also nur, wenn wir genug Kies haben. Sonst gehe ich jetzt garantiert nicht mehr neue suchen. Jetzt nehmen wir auch noch wieder neues Essen zu uns. Die Ratten sind es langsam... genug geworden. Ah, das Ding kommt ja wieder mit. Pfeil, das Dingsbums. 64 Schleimbälle. Habe ich hier eigentlich vollständig sortiert? Ich will es nie unsortiert lassen. Ja, OCD, keine Ahnung. Irgendwie Zwangsstörung. Nein, ich denke nicht. Einfach nur, ich will es einfach nur ordentlich haben. Nein, ich will es wirklich ordentlich haben. Soll keineswegs unordentlich sein, sonst ist es blöd, weil dann findet man Sachen schlechter wieder, obwohl das diese kleinen Sachen auch nichts machen eigentlich. Und ich vergesse schon wieder was. 24 Kies, das wird natürlich sehr eng, weil es mehr Feuerstein als alles andere wird. Ich denke, ab da sollen sich die Wege teilen.
Dedim, dedim. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, das sieht doof aus. So. Aber sieht schon mal, das sieht schon mal gut aus. Und auf der nächsten Aufnahme. Ja, man merkt schon, ich habe lang aufgenommen. Mein Kehlkopf tut schon weh. Ah, Hilfe. So, Sand können wir auch wieder loswerden. Zack, so. Speichern. Im ersten Slot. Ja, dann muss ich natürlich wieder hier auf den Stuhl setzen. Ist ja immer so. Ja, und da sage ich mal wieder. Eine Aufnahme geht wieder einmal zu Ende. Nach 3 Stunden und 7 Minuten jetzt haben wir vieles geschafft. Wir haben unser Haus hier hinten gebaut. Wir sind gestorben. Wir haben F8 deaktiviert sich, wenn man mit Optifine zoomt. Naja, egal. Wir haben jetzt den Kiesweg gemacht, wir waren auf Erkundungstour, haben 2 Dörfer gefunden, haben eine Pyramide gefunden, haben damit auch wieder Smaragde und Diamanten gefunden, haben die Landwirtschaft da gemacht, ein bisschen Umgebung abgesucht, verschönert, alles mögliche. Und somit haben wir ja viel geschafft in dieser Aufnahme, in dieser 3-Stunden-Aufnahme, die längste Aufnahme überhaupt. Selbst die mit Julian war nur 2 Stunden 40. Also das war die längste Minecraft-Aufnahme überhaupt, aber ich war auch mit meinem Flow drin, haben einen wunderschönen Koloss gebaut, den möchte ich mir dann gerade nochmal anschauen. Genau, und in der nächsten Aufnahme sind immer noch ein Knüppel da, die Hunde, ich meine schon. In der nächsten Aufnahme wird das mit den Fenstern hier behoben, weil das sieht wirklich nicht gut aus, wenn die so asymmetrisch sind und man kann das wirklich hinbekommen. Und da müssen wir halt haben wir ein bisschen Glas verschwendet. Aber da müssen wir das um eins verkürzen und eins nach rechts verschieben. Genau, dann sieht das wieder gut aus. Das werden wir in der nächsten Aufnahme hinbekommen. Und in der nächsten Aufnahme werden wir uns auf die Suche nach Kies machen. Denn Kies werden wir brauchen für unsere Wege. Die Wege zu den Hundehütten haben wir schon. Dann brauchen wir noch einen Weg dahin. Irgendwie hier runter, denke ich mal. Hier dran vorbei, denke ich mal. Und hier sind orangene Blumen. Und da ist der Busch. Und zu Julians Hütte weiß ich nicht, ob ich da eins mache. Ich glaube, das lasse ich. Oder das lasse ich einfach so. Ich denke mal, ich brauche gar keine Kieswege hier hin und hier hin. Oder vielleicht von der Hütte zu Julians Hütte. Da mache ich einen Kiesweg hin. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach Kies irgendwo. Aber der lässt sich immer leicht finden. Und kein Mensch braucht den eigentlich für Wege nur. Vielleicht rauben wir den Dorfbewohnern dann auch bei den beiden Dörfern auch noch was. Jo, das haben wir eigentlich alles hier gefunden. 2 Dörfer. Ja, das waren so die Schauplätze, die wir entdeckt haben, unter anderem. Und den Baum müssen wir nochmal neu säen, also abhacken und so. Also wir haben auch nochmal vieles zu tun in der nächsten Aufnahme und vielleicht fällt mir noch was ein. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, danke, dass ihr mir treu bleibt, danke für aktuell 46 Abonnenten und beinahe 10.000 Videoaufrufe. Rufen, ihr seid die Besten und ihr seid auch die Treuesten eigentlich, denn ihr seid zwar meinetwegen nur 45 oder 46, manchmal auch 47, aber ihr haltet euch. Also wenn ihr wirklich aktiv schaut, könnt ihr stolz sein, dass ihr so treu seid. Denn das ist nämlich ziemlich wichtig. Ja, gut. Und dann sage ich, bis zur nächsten Aufnahme oder bis zum nächsten Let's Play oder bis zum nächsten Video. Man wird sich sehen und tschüss.